Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich bin derjenige, der dann das Herausspielen von Torschancen und Toren versucht, in einer Trainingseinheit umzusetzen und einzuspielen. Das ist sicherlich in der Praxis die schwierigste Situation, sich da eben aus Torschancen Tore herauszuspielen und Tore zu erzielen. Deswegen habe ich Herausspielen von Toren gleich genannt und die Torschancen weggelassen, weil letztendlich kommt es auf die Konsequenz in der entscheidenden Situation vorm Tor, beim letzten oder beim vorletzten Pass drauf an. Zuerst möchte ich aber dem Lutz Handgartner natürlich nochmal meinen persönlichen Glückwunsch und die Gratulation aussprechen zu dieser überwältigenden Wahl zum Präsidenten. Horst Zinngraf hat sicherlich hervorragende Arbeit gemacht, wenn ich das so sagen darf. Und ich denke, du wirst auch in deiner eigenen Eigenschaft hier ein paar Stellschrauben finden, wo man noch optimieren kann. Und dafür wünsche ich dir alles Gute. Wir haben... die Brille aufsetzen. Wir haben gestern vom Professor Oliver Höhner ein paar Sachen gesagt, die sich dann auch hoffentlich in meiner Präsentation und auch im Training wiederfinden. Es geht um die Orientierung, die sicherlich für jeden Spieler wichtig ist. Der Sascha hat es ja auch erzählt. Ich muss wissen, wo bin ich, wo ist der Ball, wo sind meine Gegenspieler. Da muss ich mich mal umdrehen. Und wenn man da in andere Sportarten geht, wir waren beim Eishockey, da sind zwar weniger Leute auf dem Platz, aber die wissen, was hinter ihnen vorgeht. Man sieht da immer diese No-Look-Pässe da. Und diese Orientierung, was um mich herum geht, ist natürlich wichtig, um die Optionen, die man durch diese Wahrnehmung hat, ist der zweite Punkt gewesen, den ich mir da notiert habe, die Wahrnehmungsoptionen erstmal zu haben. Und ja, je mehr Optionen ich habe, desto besser kann ich natürlich dann abwägen und mich hoffentlich dann für die richtige Option entscheiden. Ja, so dass wir dann eben die Planung der Umsetzung steht da, Planung der Umsetzung und dann diese Entscheidung ist der nächste Schritt und dann eben diese Ausführungsqualität, die man letztendlich auch braucht, um diese Situation, die, wie sie sich mir darstellt, dann auch ausnützen zu können. Und da habe ich versucht, ein paar Übungen zu machen, die relativ simpel sind. Ich möchte jetzt eher in einer kleinen Stufe beginnen, als jetzt ganz komplex trainieren. So dass man als allererstes mal mit dem 3 gegen 1 beginnt. Letztendlich zeigen sich alle Situationen, wir haben auch ein paar Videos gesehen, die dann mit Gleichzahl oder Überzahl zur Ausführung kommen und dann entscheidet sich eben die Ausführung in der Passsicherheit, der Passgenauigkeit oder auch in der richtigen Entscheidung zwischen A und B, ob es zu einer Torschance kommt oder nicht. Und selbst beim 3 gegen 1, das ist die Form, wo man das Dreieckspiel natürlich, wo man mindestens braucht, um ein Dreieckspiel üben zu können, wenn wir versuchen, in diesem 3 gegen 1 ein paar Situationen rauszukristallisieren, wo man auf der einen Seite auch, wenn Druck entsteht, im Unterzahlpressing, wir trainieren heute letztendlich den Angriff und nicht die Abwehr. Also kümmern wir uns heute um das Überzahlspiel, aber Unterzahlpressing bedeutet eben auch, dass der Mann am Ball eben auch mal durch diesen Gegenspieler auch beim 3 gegen 1 mal unter Druck kommt. Das heißt, er muss den Ball behaupten, solange bis er einen Winkel findet, um seinen Kollegen anzuspielen und dann über die dritte Person diesen dann freien Mitspieler zu finden. Das ist eine relativ leichte Form, die ihr aber auch jederzeit erweitern könnt, wenn ihr der Meinung seid, die Mannschaft ist schon soweit. Mir geht es darum zu zeigen, wir wollen aus einer Drucksituation raus zu dem dritten Spieler, der dann einfach eine Sekunde, zwei Sekunden Zeit hat. Wir haben gehört, Pressing-Situationen gestern, wir haben das Spiel gegen den Ball analysiert und natürlich gibt es da Gegenmaßnahmen. Frank Wormuth hat davon gesprochen, unsere Aufgabe ist, Gegenmaßnahmen zu ergreifen, um ein Pressing, das auf uns ausgeübt wird, eben auszuspielen. Ja, und zum Ausspielen einer Pressing-Situation, manchmal kann man auch sagen, wir locken die in einen Raum darüber, wir erwarten das Pressing und sind dann bereit, mit einer guten Ballzirkulation, mit einer guten Ballpassage dieses Pressing auszuspielen
und dann eben auf einer Seite, wo sie nicht so stark sind, in vielleicht Gleichzahl oder, wenn es schnell genug geht, vielleicht in Überzahlsituationen zu kommen, die wir dann ausnutzen wollen. Also relativ einfach, relativ schnell, wenn wir das abhandeln und dann zu einer Form kommen, wo wir eben aus diesem 3 gegen 1 in dieser Seite, auf dieser Seite, wenn wir einen freigespielt haben, er sich orientiert auf ein 3 gegen 1 auf der anderen Seite. Das heißt, hier muss er entscheiden, welcher Mitspieler ist momentan frei. Wir werden vom Verteidiger fordern, diesen ersten Pass auf die andere Seite voll zu attackieren, mit vollem Risiko zu attackieren und hoffen dann, dass er hier in der Lage ist, entweder den Ball zu behaupten oder eben aus dieser Situation rausspielen zu können. Also Basisübungen für diese Grundüberlegungen der Passsicherheit, der flachen Bälle, des Ballbehauptens und eben auch der Orientierung, wann wird direkt gespielt und wann. Und das ist für mich auch nochmal eine wichtige Situation. In bestimmten Grundsituationen ist es auch erforderlich, einen Gegner auf mich zu ziehen, herzulocken, um dann in seinen Rücken über die dritte Person zu kommen. Wenn es einem Gegenspieler gelingt, immer neutral sich zu verhalten in Unterzahl, dann wird man auch gar nicht so einfach in seinen Rücken kommen. Also herlocken und dann clever und selbstbewusst ausspielen, das ist auch eine Situation, die wir da auch herausarbeiten wollen. Dann gehen wir wieder in die Einzelgruppe, weil die nächste Steigerung ist es natürlich dann, einen vertikalen Laufweg in die Grundübung reinzukriegen. Wir machen hier hinten eine Endzone, in dieses gilt, reinzuspielen in der Form mit Eishockey abseits. Das bedeutet, der Ball muss zuerst in diese Zone rein und dann kann der Mitspieler rein. Das heißt, wenn der Mann in der Tiefe angespielt wird, muss er eben den Ball verteidigen, abwarten, bis einer einen vertikalen Laufweg in die Gasse beendet hat und dann das Timing des Abspiels so ist, dass er den Ball in der Zone annehmen kann. Ich bin mal gespannt, ob man das erkennen kann, diese Grundidee. Man könnte es dann letztendlich erweitern, das werden wir heute wahrscheinlich weglassen. Und hier schon beginnen mit einem Gegenpressing bei Ballverlust. Das ist ja die nächste Situation, wo der Angreifer natürlich angreifen möchte, aber er im Kopf oder die Bereitschaft oder diesen Automatismus haben muss, bei Ballverlust sofort in die Umkehraktion zu kommen. Also hier könnte man erweitern, was wir wahrscheinlich weglassen, aber dann so wird es natürlich dann spielnah. Aber wir bleiben, ich möchte erstmal an diesen Basisübungen bleiben, um zu sehen, was passiert und wie wir uns da entwickeln. Dann kommen wir zu den Grundsituationen für das Spiel in die Endzone. Wir haben natürlich das Spiel durch das Zentrum, wir werden in der Mitte, weil ich glaube, dass wir eine auslösende Situation brauchen. Das heißt, wir werden eine gestellte Form im 3 gegen 1 vorschalten, um zu zeigen, ähnlich wie in der Ursprungsform, wenn einer frei ist und er dreht sich dann aus seiner Zone hier raus, ist das ein Signal für eine Aktion der Stürmer. Ich möchte, dass der Stürmer oder die Flügelspieler da einen Auslöser bekommen und der Auslöser ist in dem Fall immer das Freispielen eines Spielers in der Mitte. Ja, und dann geht es halt um die Mittleren, die dann Laufwege haben, auseinander. Wir wissen, bei Balleroberung, der erste Blick geht in die Tiefe, weil der kürzeste Weg zum Tor ist einfach durch die Mitte. Ja. Das heißt, bei einem Eroberung des Balles und bei einem schnellen Spielzug werden wir zuerst den ersten Blick in die Tiefe richten, dass wir durch die Mitte auf dem direkten Weg zum Tor kommen. Und da wollen wir einige Situationen durchspielen mit den Stürmern, die hier auseinandergehen, die aber auch hier im Doppelpass oder im Steilklatsch agieren oder dann eben, wenn man es anguckt, hier im Hinterlaufspiel die Überzahl ausnutzt. Relativ einfach wiederum im 3 gegen 1 mit der Hinzufügen der Abseitslinie natürlich. Ja. Aber das ist die Basis, um dann irgendwann mal solche Dinge umzusetzen, die wir natürlich gerne angucken, auch in der Analyse heute Morgen gesehen haben, wenn es
dann Spanien oder Barcelona auch dann schaffen, mit Gegnerdruck und mit viel engeren Räumen sich aus diesen Situationen befreien zu können. Dann gibt es gibt viele, es gibt fünf, Frank Wormuth spricht von fünf Situationen, wir haben jetzt den Flügelwechsel noch einmal da weggelassen, Situationen, wie man sich durchsetzen kann am Flügel. Also Flügelspiel ist klar, wir werden versuchen, auch hier ein Signal zu geben. Wir haben ja auch überlegt oder müssen überlegen, wie viele Laufwege erzwingen wir von unseren Stürmern, wie viele Laufwege können wir automatisieren und wie weit überlassen wir der Kreativität unserer Spieler die Entscheidung. Ich bin der Meinung, dass wir da eine gute Basis haben, weil Spielsituationen sich einfach deckungsgleich uns darstellen, so wie die Situation auch im Außenspiel, rechtsaußen gegen den Verteidiger. Ja, und dieses Anbieten, Freilaufen, wenn man mal bloß auf dieses Bild guckt, ja, für den Verteidiger muss es schwierig sein, auf der einen Seite hier den Ball zu beobachten, auf der anderen Seite hier zu entscheiden, wo geht der Gegnerspieler zu welchem Zeitpunkt steil. Es ist immer schlecht, das müsst ihr beobachten, wenn der Abwehrspieler den Ball und den Gegner beobachten kann. Dann hat er das alles hier im Blick. Wenn der Abwehrspieler rumguckt, weiß man schon immer, wo er ist. Das ist also auch ein guter Hinweis für unsere Spieler, was Anbieten, Freilaufen, Auftaktbewegung angeht. Und da ist die Grundsituation, wir spielen uns in der Mitte frei. Blickkontakt, erste Aktion des Außenspielers ist einfach in die Gasse. Wir haben auch da Läufe von Schürrle gesehen, ihr kennt jeder die Situation, Verteidiger weiß nicht, geht er mit, geht er nicht mit, ist Abseits, ist kein Abseits, oft spielen sie einfach hier auf dieser Abseitslinie und wenn dann der Pass im richtigen Timing kommt, dann hat man das Ziel erreicht. Also wir werden sehen, wir setzen uns durch, dann Blickkontakt, der geht in die Gasse, wir stellen die Situation am Anfang erst nach und werden dann in der Endform zum freien Spiel kommen. Aber ich will einfach dieses erarbeiten und dann in der Endform komplett versuchen umzusetzen. Und dann haben wir in der Mitte eben eine Grundsituation 3 gegen 1, wo der Mann, der sich am Flügel durchgesetzt hat, also hier sehen wir zwei Stürmer, einer sichert hier ab, der den Pass gibt, einer von den dreien geht mit, dass wir Minimum 3 Mann im Strafraum haben. Könnt ihr gerne mal kontrollieren, in der Bundesliga überall, wie viele Leute in einer Endaktion denn im Strafraum auftauchen. Da gibt es welche, da sind nur einer drin, da gibt es welche, da sind zwei drin. Wir brauchen Minimum 3, um auch eben diese torgefährlichen Räume zu besetzen, kurzer Pfosten, langer Pfosten, 16er, das weiß jeder. Und hier gibt es eben auch für den Passgeber eine Entscheidung, welcher Spieler ist momentan der torgefährlichste, welcher ist überhaupt frei. Also hier muss der auch innerhalb einer Sekunde, sage ich mal, wenn er sich hier freigespielt hat, Verteidiger kommt hinterher, er kriegt Druck, so, und jetzt muss die Entscheidung passieren aufgrund von Laufwegen. Also auch hier sind vertikale Laufwege einfach wichtig, um dem die richtigen Wahrnehmungen, die richtigen Optionen zu bieten. Wir werden dann den Verteidiger sagen, geh mal absichtlich mal kurz, deck mal den langen, deck mal den kurzen, man kann es erweitern mit zwei Abwehrspielern, denen man dann vorgibt, deckt mal zwei, auffällig, frühzeitig, der geht außen durch, jetzt geh du mal zu zwei Leuten und einer ist frei. Und diesen einen, er muss dann beim Gucken, muss er innerhalb von dieser Entscheidungszeit wissen, welcher von den dreien ist frei. Also das ist die Grundform, die einfachste Form, wo halt 3 gegen 1, da ein Störspieler dabei und da wird er hoffentlich einen finden und wir werden hoffentlich da mal ein paar Tore sehen. So, und das zweite Zusammenspiel zwischen den Jungs, der guckt den an, der geht in die Gasse, Verteidiger geht mit, also der nimmt das Tempo auf und ich bin nicht in der Lage, hier eine räumliche Distanz zu schaffen, dann gilt es halt einfach abzubrechen, Innendribbling zu machen und mit diesem Innendribbling, Robben, Ribéry, Seitenvergleich, das Spiel, das kennt ihr alles, mit diesem Innendribbling halt diese Nahtstellenpässe auf die Stürmer, die dann reinläufen in diese Gassen und die Gassen sind hier relativ offen, das sieht man mit einem zentralen Spieler, da werden wir die Laufwege kontrollieren und die Passgenauigkeit kontrollieren. Und das Dritte, was man sagen will, ist einfach das Hinterlaufen. Na, wenn hier im Sinne von steil Klatsch
einer mitgenommen wird und der Verteidiger oder wer immer von hinten kommt, um dann eben im Zentrum wieder die gleiche Option zu haben, Überzahl vor dem Tor im Strafraum und die richtige Entscheidung, die richtige Qualität des Passes, um eine Torschance zu haben und natürlich ein Tor zu erzielen. Man kann es erweitern, das lassen wir weg, man kann es erweitern, ne? Das sind Grundübungen, man kann es erweitern mit mehr Gegnern. Aber ich will mich heute ein bisschen an der Basis aufhalten und da die Präzision oder diese Entscheidungen für die Jungs ein bisschen leichter zu machen. So, und dann kommen wir so langsam, wir haben drei Optionen dann hoffentlich erarbeitet, dann kommen dann zur Spielform, wo man sagt, die Abwehr darf nicht in die Zone verlassen, wir haben hier eine Tabuzone, das heißt, die können hier nur die Pässe abfangen, die Räume schließen, sobald ein Pass hier in die Tabuzone reingespielt wird, sind sie halt vorm Tor. Wir werden dann sagen, Angriff über die Flügel, Angriff durchs Zentrum, ja, und dann kommen wir in die Tabuzone rein und haben dann eine Torschance, ja, und dann geht erst los. Wir stellen immer wieder fest, dass jeder glücklich ist, wenn man sich durch eine Pressing-Situation durchgemogelt hat, wenn man einen Ball vielleicht aktiv erobert hat und dann den Pass spielt und nachrückt, ja, und eine Voraktion hat. So, und plötzlich stehe ich alleine vorm Tor, bin schon etwas vorbelastet, vielleicht etwas ermüdet und dann ist man froh, wenn man das Tor trifft. Das reicht natürlich nicht. Dann geht es erst los und dann muss ich in der Lage sein, den Torschuss präzise auszuführen. Und dann in der Schlussform, je nachdem wie es läuft, nehmen wir dann noch einen Stürmer dazu, den man hier als Konterspieler anspielen kann. Und dann wird es dann schon richtig spielgerecht, indem wir hier eine Eishockey-Abseits machen. Die Verteidiger dürfen also dann nachsetzen, wenn der Ball hinter der Linie ist. Wir haben dann die Möglichkeit, für Rot zu kontern. Also vielleicht kriegen wir einen Gegenkonter hin. Also dann wird es spielnah, je nachdem, wie schnell wir hier mit den ersten Aufgaben durchkommen. Ich hoffe, dass wir da schnell durchkommen und dass wir was erkennen können an der Basis, die wir uns da heute erarbeiten wollen. Ich freue mich auf euch nachher im Stadion.